Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Darksiders. Denkt bitte dran, mir, wenn euch die Episode gefallen hat, ein kurzes Feedback zu geben. Und wenn es nur ein Daumen hoch ist, für mich ist es schon irgendwie wichtig, einfach was Greifbares in der Hand zu haben und zu sehen, dass es euch gefällt, um ein bisschen Motivation rauszuschöpfen, weiter mit Hochdruck an den Projekten zu arbeiten. Aber jetzt möchte ich euch nicht weiter aufhalten und langweilen, sondern euch viel Spaß bei der nächsten Episode wünschen. Mit ein bisschen Glück führt uns das jetzt schon mal näher an den schwarzen Hammer. Oder auch nicht. Mal schauen. Gut, den Weg können wir erst durchgehen, wenn wir das Eis wegräumen können. Also ist hier der einzige Weg. So, wahrscheinlich müssen wir tauchen. Jupp, müssen wir. Oh, Fischis. Ja, zum Glück sind die Viecher schnell erledigt. Da fehlt ja an sich jetzt nur noch der Reis und dann hätten wir schon Sushi. Ich hätte gerade richtig Lust auf Sushi. Egal, Konzentration. Wir müssen gefährliche Fische hier erschlagen, um weiterzukommen. Ganz gefährliche. So, anscheinend haben wir jetzt genug von den Fischen, können mal auftauchen. Sehr schön. Da hinten eine unüberwindbare Schlucht mit dem Wulgrim-Posten. Und ihr seht hier diese komisch leuchtenden Dinger. Das wollte ich jetzt nicht. So, diese leuchtenden Dinger sind. So, jetzt habe ich's. Bomben. Wenn wir uns denen nähern, wenn wir klettern, erleben wir eine böse Überraschung. Also erledige ich sie auf sichere Distanz. Ich meine, wir hätten ein bisschen Zeit zu reagieren und auszuweichen. Aber wenn ich schon die Gelegenheit habe, sie so unschädlich zu machen, mache ich sie so auch unschädlich und springe dann dummerweise in den sicheren Tod. Ihr seht, ein Plan kann so gut sein, wie er will. Sobald er mit der Realität in Berührung kommt, geht's schief. So, aber jetzt haben wir es geschafft, rüber zu klettern. Können gleich hier runterspringen. Und schalten mal diesen Außenposten frei. Und werden gleich ein bisschen was einkaufen. Ich würde sagen, Klingenschleier, um unseren Zorn schneller aufzuladen. Und diese beiden neuen Angriffe für Lizenze. Und den Rest der Seelen behalten wir uns auf, um später eventuell unsere Zornfähigkeiten zu verbessern. Wobei ich primär mal an die Steinhaut denke. Und jetzt auch kurz unsere neuen Sensen-Moves. Nummer 1 und Nummer 2. Mal schauen, wie oft wir die Dinger wirklich im Kampf einsetzen werden. Oder vielleicht einfach nur ganz unkontrolliert, wie bisher immer, hin und her prügeln mit der Sense. Und wir haben die Amboss-Furt erreicht. Und das da vorne sieht ja schon aus wie ein Hammer, mit dem wir was tun können, rein theoretisch. Solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Mach
Mach, was du willst, aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der dort im Dreck ist weitaus der einzige. Tja, die gute Nachricht, wir haben den schwarzen Hammer gefunden. Die schlechte, er vermöbelt uns gerade ein bisschen. So, raufhauen. Scheint nicht viel Wirkung zu zeigen. Ich habe die Stelle jetzt schon vor kurzem aufgenommen. Oder schon einmal aufgenommen. Ist leider... nicht qualitativ gut gewesen. Deswegen nehme ich es nochmal auf. Und deshalb weiß ich, dass der Kampf im Grunde auf eine Art und Weise sofort entschieden wird. Ja, wenn wir uns dran erdenken... Samael hat uns diese Gestalt gegeben, weil er meinte, wir würden sie brauchen, um den schwarzen Hammer bekommen zu können. Und er hatte recht. Seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. Anscheinend. Hundert Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Versuch's doch, Täubchen. Bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Na los, fliegt davon, Täubchen! Sonst rupfe ich euch! Blasphemie! Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt, in einer Schlacht, die dich nichts angeht! Bitte! Erlaube mal! Und der Engel fliegt. Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Duck dich lieber. Und jetzt beginnt ein kleines um die Wette prügeln, bei dem gezählt wird, wer von uns mehr von diesen geflügelten Bastarden erledigt. Das heißt jetzt im Grunde nur schneller sein als der Typ mit dem Hammer. Was wir dafür bekommen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Soweit habe ich noch nicht aufgenommen beim letzten Versuch, glücklicherweise. Glücklicherweise führe ich jetzt. Relativ schön. Und Chaosfresser ist aufgestiegen. Wunderbar. Das heißt, er macht jetzt noch mehr Schaden. Dann prügeln wir es einfach weiter. Oh, der Typ holt schön auf. Das heißt, wir müssen ein wenig unseren Vorsprung ausbauen. Ja. 7:4 sieht für den Start ganz gut aus. Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des der Quälerin. Flenn nicht zum Rum. So, jetzt kommt gleich die nächste Runde im Engelsrupfen. Den eröffnen wir gleich mal mit einer Wurfklinge. Warum knickt er so blöd vor mir? Will er mal einen Antrag machen? Verdammt. Wollte ich ihn erledigen? Jawohl, wenigstens einen habe ich an der Stelle jetzt bekommen. Da hat er ziemlich aufgeholt. Leider. Aber was soll's. Ihr seht, der Typ kann mit seinem Hämmerchen einfach die Dinger durchklopfen. Das kann Krieg noch nicht. Wir werden es aber lernen. Früher oder später. So,
so, öffnen wir wieder mit einem kleinen Kreuzklingen Chaos. So. Jetzt komm schon. Fall um. Eigentlich sollte ich öfters meine Chaosform rufen, da ich hier eben der Kreuzklinge schnell aufführen kann. Wäre, glaube ich, eine solide Idee. Aber gerade führe ich ja noch schön. Es war nur noch einer hier, also machen wir das später. Ich werde mal hierher schnell gehen und ich glaube, da gibt es Lebensenergie. Jawohl, die können wir gebrauchen. Wir waren ja gerade relativ unaufmerksam, was unsere Lebensenergie angeht. Jetzt gleich mit der nächsten Runde Engels rupfen weiter. Ja, da kommen sie auch schon. Die geflügelten Mistratten. Komm schon. Ein bisschen zu früh diese Form gerufen. Wie ihr seht, die waren noch nicht wirklich an mir dran, dass ich sie erreichen konnte. Aber egal. Müssen wir eben so. Die Kreuzklinge ausschicken. Schon wieder ein bisschen aufgeladen, nicht viel, aber wenigstens etwas. Und führen immer noch mit ein paar gerupften Engeln. Ist ja schon mal was wert. So, und jetzt? Da müssen wir irgendwie drüber. Ja, was willst du denn von mir? Oh, wir spielen jetzt eine Runde Kriegsgeschoss. So Leute, ich musste die Aufnahme neu starten. Oder zumindest diesen Teil hier neu aufnehmen, weil bei einem Kampf oder bei diesem Kampf hier gegen Ende davon das Spiel irgendwie abgestürzt ist. Das ist so eine Kill-Animation gewesen oder eine Kampfanimation besser gesagt und da ist das Spiel eingefroren. Ihr seht, konnte ich gleich wie bei unserem vorherigen Spiel einen Vorsprung erarbeiten. Der ist jetzt zwar nicht mehr so wie beim letzten Mal, ich glaube ein bisschen schlechter. Aber wenigstens haben wir noch einen Vorsprung. So, jetzt holen wir das wieder. Genau, beim Kampf gegen den ist das Ganze abgestürzt. Wird hoffentlich dieses Mal nicht wieder passieren. Nur bei der Animation habt ihr das Problem. Jetzt seht ihr, hat es geklappt oder auch nicht geklappt. Ja, je länger der Kampf gegen den dauert, desto kleiner wird der Unterschied zwischen uns. Und der geht endlich zu Boden. Zeit wird's ja. Bewegen wir uns mal nach unten, öffnen die Truhe und schauen wir mal, was es hier zu finden gibt. Oh, Bomben. Wo ist das jetzt hingeflogen? Keine Ahnung, egal. Werfen wir es da mal dagegen. So, und jetzt kann er weiter. Und ich. Wow, wow. Der ballert damit irgendwas mit einer schweren Kanone auf mich. So ein Ding will ich auch. Das Ding hole ich mir jetzt auch von ihm. Sei brav. Was gibt's her? So, und jetzt haben wir ihn auch schon.
Au. Also wenn Krieg was kann, dann ja, seinen Gegner weich kloppen. Und wir haben jetzt eine Waffe bekommen, die nennt sich Vergeltung. Mit dem Drücken der linken Maustaste schieße ich schnelle Geschosse ab und mit dem Drücken der rechten Maustaste werden starke Geschosse mit in den Wirkungs aufgeladen, um abgeschossen zu werden. So, boom. Also mächtig war der Boom, wie es ausschaut. Und jetzt spielen wir hier quasi einen halben Ego-Shooter. Und an sich müssen wir uns jetzt auf unsere hier konzentrieren. Können aber, wenn wir es schaffen und schnell genug sind, ein paar von seinen wieder ballern, um die Anzahl seiner Gegner, die er bekommen kann, zu reduzieren und klein zu halten. Beziehungsweise können wir so ein bisschen mehr Gegner hochschreiben lassen. Oh, wenn wir so ausweichen, dann lassen wir die Waffe fallen, wie es ausschaut. Das heißt, wir müssten das Ding in der Hand behalten, wahrscheinlich. Gut, die kämpfen alle gerade gegen ihn, da würde ich einfach schön reinballern, um den Gegner zu erledigen. Oder erledige lieber erstmal die Gegner vor mir. Ja, von mir weggebildet sieht das Eis schon, dass er schon schießt. So, diese fünf Schildträger müssen einfach jetzt mal weg. Die gehen mir schon so auf den Keks. So, los! Warte, bist du denn endlich tot? Schildträger ist weg, nein, doch nicht. Ich habe den Schild verloren. Da kommt der nächste Schildträger, ich glaub's nicht. Ich muss nur an diejenigen, die da hinten sind, den anderen auf dem Schießen. Tut mir nicht ganz ungut. Und für dich werde ich jetzt einfach schwere Schüsse auf. Gut. Das heißt, die Großen am besten mit diesen aufgeladenen Schüssen erledigen. Wir kämpfen da hinten weiter gegen Engel, die wir jetzt aus der Distanz wieder aufs Korn nehmen werden und hoffentlich ein, zwei erledigen. Wohl, nein, da kommen wir schon wieder für uns Gegner. Die möchte ich zuerst aufhalten, denn wir haben immerhin jetzt immer noch einen Container zum Wiederauffüllen. So, und wieder die Kleinen erledigen, wir müssen schießen. Und zuerst den Schildträger hier wegbringen. Den können wir mit einem aufgeladenen Schuss schön runterholen und das hoffentlich erledigen. Jawohl. So, der weg. So. Da drüben kämpft der weiter. Dann nehmen wir noch einen Engel ab. Und dafür habe ich jetzt einen Engel genau auf meiner Nase. Ist ja nur ein Schildträger, den können wir schon gelernt haben, mit aufgeladenen Schüssen schnell wegspringen. So, ich würde sagen, jetzt führen wir mal so schön, dass wir einfach ein wenig mehr darauf achten können, auszuweichen und dergleichen. Oder zumindest am Leben zu bleiben, besser gesagt. Was sagte ich gerade? Von wegen am Leben bleiben. Das war's dann auch schon mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir
uns weiter auf Kriegsrachefeldzug begeben und ich hoffe, ihr werdet auch dabei sein.